So, ich habe das okay bekommen. So. Darf ich Sie erst einmal begrüßen zum heutigen Fest der heiligen Therese. Für uns Karmeliten ein Hochfest, deshalb stärker als der Sonntag sozusagen. Und die Messe heute Abend wird eben zu Ehren der heiligen Therese sein. Ich habe das Thema inneres Gebet und menschliche Reifung gewählt für diesen Vortrag als Einführung in die Gebetslehre der heiligen Therese. Im Bewusstsein, dass das natürlich nur ein Aspekt ist vom Ganzen, aber man muss sich wohl entscheiden für etwas. Also ich werde das gleich zu Beginn gesagt, nicht jetzt die ganze Gebetslehre der heiligen Therese oder noch weniger ihre Biografie jetzt darlegen, sondern ganz bewusst auf diesen Aspekt. Also sie ist auch Kirchenlehrerin, die erste sogar Frau als Kirchenlehrerin in der Geschichte 1970 dazu erhoben. Und besonders für all das, was sie über das geistliche Leben, über das Gebetsleben besonders geschrieben hat, eine gewisse Menge auch an Büchern, die sie geschrieben hat, zum Teil lehrhaften, zum Teil autobiografische Schriften, wo so gut wie in jedem Buch, das sie geschrieben hat, das Thema Gebet, also das Thema Beziehung zu Gott vorkommt. Was hat das Gebet, das sie beschreibt, beziehungsweise das Gebet, wie sie es erlebt und wie sie es auch uns näher bringen will? Natürlich, sie schreibt es so, dass Menschen, die das lesen, davon profitieren, vielleicht für das geistliche Leben, für das eigene Gebetsleben auch. Was hat es mit menschlicher Reifung zu tun? Es ist natürlich eine rhetorische Frage. Es hat viel damit zu tun. Aber wie und warum? Dass Gebet wichtig ist, das brauche ich jetzt nicht noch einmal sagen. Nicht nur für die heilige Therese, sondern es ist für uns, für Christen im Allgemeinen, aber im Grunde in jeder Religion, ein wesentlicher Bestandteil des religiösen Lebens. Neben, aber nicht völlig getrennt, vom Handeln im Alltag, nach gewissen Idealvorstellungen am besten, aber ganz eng damit verknüpft eigentlich. Gebet als, und da sind wir gleich bei Teresa von Avila, Gebet als Pflege einer Beziehung. Eine Beziehung, die kann man nur, eine wirkliche Beziehung nur mit einer Person haben. Im Grunde mit einem Menschen erst einmal. Ja. Eine personale, nicht nur persönliche Beziehung. Da ist schon der große Unterschied, den Teresa macht, um inneres Gebet von Pseudogebet zu unterscheiden. Inneres Gebet, und darum geht es auch im Zusammenhang mit der menschlichen Reifung, ist eine personale Beziehung. Ich wende mich einer Person zu, das ist natürlich für Teresa Jesus Christus oder aber hauptsächlich Jesus Christus oder Gott Vater auch natürlich. Mit Jesus Christus ganz besonders für sie ist, ist Jesus zentral, auch nicht zuletzt, sondern wesentlich auch deswegen, weil er Mensch geworden ist. Gerade der Mensch gewordene Sohn Gottes, also in seinem Menschsein hat er uns, sagt sie, hat ihr erst einmal diesen Zugang eröffnet, wirklich wie zu einem Menschen zu sprechen, gewissermaßen. Ich fange gleich an mit dem gewissermaßen, ja, das wird sich sehr oft wiederholen in meinem Vortrag, weil natürlich der Vergleich mit der menschlichen Beziehung zwar sehr wichtig und weiterführend ist, aber doch auch ein wenig hinkt natürlich in Bezug auf Gott. Gewissermaßen können wir es vergleichen. Eine Freundschaft, eine Beziehung zu Jesus, wie eine Freundschaft, eine Beziehung zu einem Menschen, der wirklich jetzt hier
Fleisch und Blut vor mir steht. Also dieses gewissermaßen ist immer ein bisschen im Hinterkopf mit zu bedenken. Aber die Analogie geht sehr weit, besonders bei Teresa, sage ich. Und auch, wenn ich jetzt so ein bisschen aufhole oder beziehungsweise einhole schon, was kommen wird, auch betreffend die menschliche Reifung, die psychologische, so innerpsychologische Entwicklung, psychische Entwicklung des Menschen angeht, ist die Analogie sehr stark zwischen der Wirkung des Gebetes und der Wirkung etwa einer tiefen Freundschaft, ja, einer tiefen Beziehung zu einem Menschen. Wir werden sehen, dass gewisse Wirkungen, Früchte vergleichbar sind. Gewissermaßen, wieder in Klammern. Ja. Also das sage ich gleich zu Beginn, um ein bisschen zu, abzustecken, ja, die Grenzen meines Vortrags und natürlich, also es ist die Behauptung nicht, das Gebet wie, also gleich einer menschlichen Beziehung ist. Es ist mehr natürlich, gewissermaßen auch weniger vielleicht. Wir hören von Gott doch weniger Worte, wie gewöhnlich, als von einem Freund. Ja, das zumindest nicht in der Form. Gut, so viel zur Vorbereitung, zur Vorwarnung auch auf den Inhalt des Vortrags. Bei Teresa möchte ich nur ein bisschen noch einmal betonen, als Papst Paul VI. Sie zur Kirchenlehrerin erhoben hat, hat er gemeint in seiner Predigt, das Gebet ist die Quelle und das Ziel ihrer Lehre, der heiligen Teresa. Es ist ihr Vorzug und ihr Verdienst, alle Geheimnisse des Gebetes aus eigenem Erleben zu erkennen, aus einer Erfahrung, die in ihr Wirklichkeit geworden ist, in einer ganz der Kontemplation geweihten Existenz und im aktiven Einsatz ihrer Kräfte, aus einer Erfahrung, die sie erlitten und freudig erlebt hat, unter der Einwirkung außergewöhnlichster geistiger Charismen. Und Teresa hat wahrlich die Gabe besessen, diese Geheimnisse kundzutun und in einer Weise darzustellen, dass man sie einreihen muss unter die größten der Lehrer des innerlichen Lebens. Teresa also besaß offensichtlich nicht nur die Gabe, diese Gnaden zu empfangen, diese besondere, sagen wir so, Gaben im Bereich des Gebetes, sondern auch die Gabe, sie niederzuschreiben, auszudrücken, weiterzugeben. Ja, Sie sehen auch die Werbung für die Lektüre ihrer Werke. Das ist natürlich viel besser als einen Vortrag, sich anzuhören, dauert allerdings etwas länger, weil sie doch einiges geschrieben hat und natürlich in der Sprache des 16. Jahrhunderts geschrieben hat. Deshalb ist es niemals so leicht, alles nachzuvollziehen, was sie beschreibt oder schreibt. Gebet, inneres Gebet, wie Therese es beschreibt, und persönliche Reifung. Wenn ich ganz redlich wäre, was ich nicht bin, müsste ich jetzt eigentlich einige Minuten, wenn nicht Stunden, über das Thema Reifung aufwenden. Was ist damit gemeint mit menschlicher Reifung? Ja. Ich kann mir vorstellen, dass Sie auch verschiedene Vorstellungen haben, aber im Grunde gibt es doch, und da tue ich mir jetzt leichter damit, eine geläufige Vorstellung von Reifung, vom reifen Menschen, von reifer Persönlichkeit. Jetzt erst einmal abgesehen vom religiösen Aspekt, vom religiösen Inhalt. Ja. Und deshalb erlaube ich mir bei dem Vortrag, bei dieser allgemeinen, nehme ich an, schon geläufigen Vorstellung zu bleiben. Sie verstehen, eine Reifung, menschliche Reifung, man ist ein Mensch reif, hängt wesentlich von ihrem Menschenbild. Ja, so ein bisschen Ideal dahinter.
Was ist der reife Mensch, der christlich erlöste Mensch? Was ist der Heilige? Das sind alle Dinge, die stark mit unserer Vorstellung, von dieser Vorstellung abhängig sind. Aber so allgemein würden wir sagen, reifer Mensch ist jemand, der nicht mehr um sich selber kreist, ja, vielleicht so, der endlich geschafft hat, sich selber nicht mehr als Mittelpunkt des ganzen Universums zu sehen, sondern offen geworden ist oder immer mehr freier gegenüber den Menschen, gegenüber auch der Umwelt, der Wirklichkeit, in der die Person lebt. Reife hat viel mit Gelassenheit zu tun. Ja? So, ein reifer Mensch wird nicht gleich umgehauen von den Umständen, obwohl er sich auch leidet und unruhig wird in Situationen, hat vielleicht ein nicht mehr so steifes Bild von sich selbst. Jetzt rede ich schon ein bisschen psychologisch. Ja? Also ist etwas flexibler in den Vorstellungen, auch über sich selbst. Nicht so ängstlich, nicht verkrampft, an etwas hängend. Das hat so mit einem kleineren Ausmaß als Angst, als Ängstlichkeit in dieser Welt, Offenheit, gewisse Toleranz vielleicht kommt noch dazu. Ja, weiß nicht, ob da ein Konsens ist. Aber bleiben Sie sonst bei Ihrer Vorstellung von Reifung, von reifen Personen, und schauen Sie, ob es so dann zusammenpasst mit dem, was ich über das Gebet Ihnen erzähle und über das, was Teresa selbst dann als Vorbild, also als Ziel vorschlägt. Und wenn es nicht ganz übereinstimmt, können Sie das ändern, was Ihnen wichtig erscheint. Zu Teresa selbst vielleicht noch kurz, wenn Sie sie nicht kennen in den Schriften, müssen wir sagen, dass sie auch offensichtlich von sich aus und ihrem Naturellen her ein feines Gespür für das Menschliche hat, also für Menschen. Eine gewisse psychologische Begabung, könnten wir sagen, empathische Begabung. Also auch die inneren Vorgänge, was Gefühle, Regungen angeht, gut zu erfassen und zu beschreiben. Sie legt auch darauf ziemlich viel Wert. Was geht in einem Menschen vor, wenn er betet, wenn er mit Gott spricht? Was ändert sich da? Oder was sind Hindernisse? Was sind förderliche Umstände? Also es ist sehr verwoben, ihre Lehre, mit einer wirklichen Psychologie des Menschen für das 16. Jahrhundert bemerkenswert. Ja? Und das macht nicht gleich jeder Mystiker, so wie Sie, ja, dass sie diese Verbindung sieht und auch breit behandelt und beschreibt. Sie und vielleicht Johannes von Kreuz, können wir sagen, beide Karmeliten, sind sehr aufmerksam in der Hinsicht. Auch Johannes von Kreuz wird in seinen Werken vieles über ganz feine Regungen der Seele auch schreiben und behandeln. Also Grundlage, was ist das innere Gebet für Teresa, damit wir uns verstehen, um dann auf die Wirkungen eingehen zu können. Wie gesagt, das innere Gebet ist für Teresa ganz eindeutig eine persönliche, moderner könnten wir sagen, personale Beziehung. Eine Beziehung zu einer Person. Zu einem Gegenstand können wir wohl keine Freundschaft entwickeln. Zum Tier eingeschränkt, ja, zu einer Person im Grunde, als Mensch, können wir das aufbauen, eine tiefe Beziehung, die auf Gegenseitigkeit aufbaut. Und dieser Beziehungsaspekt zieht sich durch, ja, durch die ganzen Werke der Heiligen Teresa. Es liegt ihr auch sehr. Wenn man die Autobiografie liest, merkt man, dass sie einfach eine Begabung für Beziehungen hat, auch in Zwischenmenschlichen. Sie konnte mit Menschen umgehen, sie konnte schnell auf Menschen eingehen, Beziehungen aufbauen,
Zum Teil erlebt sie da auch die Gefahren, ja, also von Menschen eingenommen zu werden oder Menschen zu manipulieren und wie auch immer. Also in ihr ist diese Begabung und sie erkennt aber auch die Schattenseiten, ja, in der Begabung. Und dann kommt es in der Autobiografie zu dieser einigermaßen bekannten Definition des inneren Gebetes. Meiner Meinung nach, schreibt sie, ist inneres Beten nichts anderes als Verweilen bei einem Freund, mit dem wir oft allein zusammenkommen, einfach um bei ihm zu sein, weil wir sicher wissen, dass er uns liebt. Und es ist dieses Verweilen, dieser freundschaftliche Umgang, ja, die Übersetzung von dir, Tratar de Amistad heißt es auf Spanisch, umgehen in Freundschaft mit jemandem. Ja. Das ist das, was schließlich auch diese befreienden Auswirkungen ermöglicht, in der Person des Beters. Und da die psychologisch Geschulten würden sagen, aha, ja, das kenne ich in fast allen Schulen der Psychologie, der Psychotherapie, der förderlichen Beziehungen, ist auch dort der Kern. Ja. Ein Mensch entfaltet sich am besten, wenn das Gegenüber ein gewisses Beziehungsangebot macht, sagt man modern. Ja. Also wenn der Mensch das Glück hat, gute Beziehungen zu haben, die einer Freundschaft sehr ähnlich sind, aber nicht alle wirklich Freundschaft sind, aber doch Beziehungen, die mir erlauben, ermöglichen, die machen etwas mit mir, Beziehungen und Freundschaften. Eine Liebe natürlich noch mehr, aber bleiben wir so, alle Beziehungen machen etwas mit mir, auch innerlich. Und wenn die Beziehung zu einer Freundschaft wird, hat sie unmittelbar eine Wirkung auf mich. Ja, nicht nur eine oberflächliche, sondern eine tiefere. Und wenn wir das Gebet als Freundschaft beschreiben, dann wird das auch in uns etwas bewirken. Es gibt so ein allgemeines Prinzip in der Theologie, aber so mehr in der Philosophie, wo man sagt, naja, die Liebe gleicht den Liebenden dem Geliebten an. Ja. Wie alle großen Prinzipien, die so kurz sind, lässt sich das alles hinterfragen auch. Aber in der Einfachheit des Ausdrucks, zwei Liebende gleichen sich an oder neigen dazu, ähnlicher zu werden. Bei Gott und bei Menschen wird wohl nicht so sein, dass Gott dem Beter ähnlicher wird, ja? Sondern das ist die Folge in der karmelitanischen Tradition, aber nicht nur, muss ich ehrlich sagen, aber beim Karmel besonders, dass der Beter Gott ähnlich wird. Und das sind wir schon im Großen, also das sind große Worte. Ja? Aber so drücken sich die Mystiker aus und die werden schon ihren Grund gehabt haben. Wir werden durch das innere Gebet umgewandelt in das, was wir lieben. Und das ist hoffentlich Jesus Christus. Wenn wir eine Beziehung zu ihm, eine Freundschaft mit ihm pflegen, im Inneren erst einmal, hat das auf Dauer natürlich, ist keine Sache von einer Sekunde, sondern eine Lebensentwicklung, in meinem Inneren, in meiner Psyche auch, eine Umwandlung zur Folge, eine Angleichung. Ja. Und gerade dieser Weg der Angleichung ist der Weg, der Teresa so sehr interessiert. Erst einmal, weil sie ihn auch geht, natürlich. Ja. Sie fängt nicht beim Ende an, auch in ihrem Leben. Sie wird über 60 und in der Autobiografie merken wir genug Brüche auch in ihrem Leben,
Sie war nicht von Anfang an so eng befreundet mit Jesus. Sie macht einen Weg der Vertiefung auch. Jetzt an dieser Stelle gleich zur Klärung allerdings, sie behauptet nicht, dass nur das Gebet diese Umwandlung jetzt ermöglicht. Ja? Also die Umwandlung in ein alter Christus geschieht natürlich nicht nur in den Minuten oder Stunden des Gebetes, hat wesentlich auch mit dem Alltag zu tun, also sie macht da keine Trennung und sagt nur das Gebet. Ja? Das sage ich in Klammern, obwohl ich dann im Vortrag natürlich besonders auf das Gebet eingehe, aber für sie ist genauso wichtig, oder zumindest gehört eng zusammen das Handeln, das Tun, ja, der Alltag sozusagen, soll mit dem Gebet zusammen zu einer Freundschaft mit Jesus sein. Trotzdem natürlich legt sie besonders viel Wert auf den freundschaftlichen Umgang mit Jesus in der Stille, in einem selbst, im Inneren. Ja, und auf das möchte ich noch einmal genauer hinschauen. Und zwar fange ich jetzt, so wie Teresa in ihrem reichsten Werk, in den Wohnungen der inneren Burg, bei ihrem Menschenbild. Wie gesagt, das Ziel, das, was wir uns als Ideal vornehmen, hat mit dem Menschenbild zu tun. Wie stellen wir uns den Menschen vor? Und bei Teresa finden wir ein sehr positives Menschenbild, können wir sagen, was für den 16. Jahrhundert gar nicht so üblich war. Ja. Sie kennen vielleicht, wenn Sie Teresa ein wenig schon gelesen haben, dieses Bild der inneren Burg, das sie verwendet. Sie schreibt eben in diesem ihrem reifsten Werk, auch das letzte Werk ist es, sie hat einen Impuls, eine innere Eingebung, unsere Seele als eine gänzlich aus einem einzigen Diamanten oder sehr klaren Kristall bestehende Burg zu betrachten, in der es viele Gemächer gibt, so wie es im Himmel viele Wohnungen gibt. Denn wenn wir es recht bedenken, Schwestern, sie schreibt an ihre Mitschwestern, so ist die Seele nichts anderes als ein Paradies, in dem er, Gott, wie er selbst sagt, seine Freuden erlebt. Nun also, wie meint ihr wohl, wie das Gemach aussehen soll, in dem ein so mächtiger, weiser, reiner und an allen Gütern reicher König sie vergnügt? Ich finde nichts, womit ich die gewaltige Schönheit einer Seele und ihre riesige Fassungskraft vergleichen konnte. Und tatsächlich, wie scharf unser Verstand auch sein mag, so dürfte er doch kaum ausreichen, sie zu begreifen. Genauso wenig, wie er ausreicht, um sich Gott auszudenken, der doch selbst gesagt hat, dass er uns nach seinem Bild und Gleichnis geschaffen hat. Ja? Also das muss man sich erst einmal auf der Zunge zergehen lassen, diese Vorstellung in uns. Also unsere Seele ist so eine wunderschöne Burg, die Burg ist das schönste Gebäude im 16. Jahrhundert. Ja, was würden wir heute nehmen, vielleicht als das schönste, prunkvollste. Ja? Und eben so groß, dass man es sich gar nicht vorstellen kann. Denn der König, Gott selbst, Jesus Christus, in dieser Burg wohnt, in uns wohnt. Ja? In jedem, gell? Wohlgemerkt, einfach durch die Schöpfung. Da ist noch nicht viel von der Taufe, von Christsein oder so. Einfach erst einmal durch die Schöpfung, dadurch, dass er uns Menschen als seine Ebenbilder geschaffen hat, hält er uns in seiner Hand, das ist ein anderes Bild, oder wohnt in uns. Das ist jetzt nicht einfache Schwärmerei, ja? Sie ist auch nicht naiv. Sie weiß sehr wohl um die Möglichkeit, die wir Menschen haben, ganz anders zu handeln, als uns diese Würde nahelegen würde. Eben. Es geht da um die Würde des Menschen vor Gott. Ja, diese Burg ist so schön, dass sie zwar beschmutzt werden kann natürlich, ja, so dass das Kristall nicht mehr nach außen so glänzt, aber richtig zerstört kann sie nicht werden. Ja, also die Burg bleibt wunderschön aus Kristall, weil der König drin ist. Ja. Wir dürfen also nie zu klein, zu eng denken, auch von uns selbst, vom Menschen allgemein.
Natürlich gibt es Sünde, gibt es Verletzungen, gibt es verschiedensten Umstände, gibt es auch, ja, wir können also dieser Würde nicht entsprechend handeln oder behandelt werden. Ja, das bestreitet Theresa natürlich nicht. Ja, sie ist nicht so blauäugig. Sie erkennt an sich selber auch viele Fehler und viele. Aber die Aussage bleibt, diese Burg, heute sagt man vielleicht der gute Kern oder wie auch immer, so sich in verschiedenen Bildern, diese Würde kann uns niemand wegnehmen. Auch wenn wir wollen, können wir diese Burg nicht zerstören, theoretisch. Ja. Wie schade ist es, sagt sie, dass wir uns dessen nicht bewusst sind. Dass wir Menschen also nicht dieser Würde entsprechend unser Leben gestalten oder aus dieser Würde heraus leben. Der Weg des Gebetes, des inneren Gebetes, ist für sie also im Wesentlichen der Weg vom außerhalb der Burg hinein. Also ein Bewusstwerden auch dieser Tatsache, dass Jesus in uns wohnt. Das ist wirklich der religiöse Grund. Sie sehen, Teresa sucht Gott, ja, macht sich auf dem Weg dorthin, aber findet sie auch sich selber, ja, als Person, als Mensch, durch diesen Weg, durch die Burg. Und beschreibt also diesen Weg als ein Weg durch meine Person, auch durch meine Seele. Eine Seele, die groß, eine große Burg ist, die viele Wohnungen hat. Sie beschreibt das als spannende Reise oder als abenteuerliche Reise zum Teil. Und deshalb möchte ich Ihnen, um dann auf einzelne Punkte einzugehen, das klärt, glaube ich, das Ganze am besten, so den Anfang des Weges und das Ziel des Weges in den Augen Theresas und in den Werken Theresas darlegen. Sie haben also diese Grundlage, die an sich sehr ermutigend ist. Wir tragen Gott, diese Einwohnung Gottes ist ein klassisches Topos-Thema in der christlichen Spiritualität. Einwohnung Gottes von der Schöpfung her, also etwas, was wir gar nicht ändern können, was uns niemand stehlen kann. Und der Weg der Aneignung dieser Einwohnung. Anfang des Weges. Der Mensch, so im Allgemeinen, für Theresa, ein Mensch, das noch nicht betet, wenig Kontakt zu Gott hat und im Grunde auch wenig Kontakt zu sich selbst hat. Ja. Gott wohnt in unserer innersten Mitte. Ist die Seele, der Mensch, der außerhalb der Burg wohnt. Ja. Außerhalb des Burggrabens. Und da sagt Theresa, komisch klingt das, ja, sie sagt es selber. Wie kann ich außerhalb meiner Seele wohnen oder leben? Ja, aber dann sagt sie, so wie ich jetzt, ja, Sie verstehen schon, was ich meine, ja, den Lesern. Also jemand, der eben diesen Kontakt mit der eigenen Mitte, mit der eigenen Innerlichkeit vielleicht nicht hat. Ja, und außerhalb, vielleicht außer sich oder neben sich lebt. Um das zu erklären, verwendet sie was Biblisches, das Bild der Schöpfung, also der Schöpfung des Menschen und der Vertreibung aus dem Paradies. Das ist, glaube ich, ein verständliches Bild. Sie meint, die Stammeltern Adam und Eva waren im Paradies erst einmal in einem selbstverständlichen Umgang, Kontakt mit Gott, mit seinem Willen. Wir können erweitern mit der Natur, mit sich selbst. Also da ist viel von Einklang, die Rede, ja, im Paradies halt. Da war so was Natürliches da. Da haben Adam und Eva nicht viel überlegen müssen. Gott ist da, Gott beschützt uns, wir sind seine Geschöpfe. Durch den Sündenfall, durch diese Anmaßung und durch dieses Zweifeln an Gott, das ist im Wesentlichen die Ursünde, werden sie aus dem Paradies hinauskatapultiert, also aus der Burg hinauskatapultiert. Und was passiert jetzt?
die haben dieses selbstverständliche Aufgehobensein in Gott nicht mehr. Oder vielleicht haben sie es, aber sie spüren es nicht mehr. Adam muss furchtbar arbeiten und schwitzen und sie müssen leiden, sie müssen sich eine gewisse Sicherheit erarbeiten, weil, so sagt Teresa, sie weder im Paradies mehr daheim sind, noch aber in der Umgebung, in der Welt. Also eine Zerrissenheit, eine Heimatlosigkeit macht sich breit im Menschen. Bin ich bei Gott daheim? Bin ich bei mir daheim? Bin ich hier, wo ich bin, daheim? Der Mensch nach der Erbsünde, das ist ein klassisches Thema auch in der Philosophie, ja, diese tiefe existenzielle Angst oder Unsicherheit zumindest, die im Menschen innewohnt. Ja. Das erzeugt dann, das ist auch wieder klassisch-katholische Theologie, alle möglichen Sünden. Denn aus dieser Unsicherheit heraus versuchen wir, und das ist auch verständlich, Sicherheit zu verschaffen. Habsucht, Ehrsucht, Ruhmsucht, alle diese Süchte. Ja. Wenn ich unsicher bin, ob ich Kind Gottes bin, wirklich, dann muss ich es mir erkaufen. Ja, dann muss ich, wie viele Autos brauche ich, bis ich irgendwann glaube, dass ich gut auf dieser Welt sein kann? Wie viele Beziehungen muss ich haben, bis ich glaube, dass ich liebenswürdig bin? Und so weiter. Ja. Sie sehen also im Extremfall natürlich, der Mensch außerhalb der Burg, zerrissen, läuft hin und her, um sich Sicherheit zu verschaffen. Unbewusst natürlich, ja, das meiste, also irgendwie aus deiner Not heraus. Und da ist nichts Moralisches erst einmal. Naja, diese Situation oder dieser Zustand, den man, Sie verstehen, also ich verwende Extreme, ja, wie Teresa. Es ist ein bisschen schwarz-weiß, aber bewusst, damit wir merken, das ist alles, all das Gegenteil von einer reifen Persönlichkeit. Ja? Abhängig von der Meinung der anderen, unsicher im Umgang. Ja? Es ist jetzt keine Kritik an den Menschen, verstehen Sie mich richtig. Ja? Am anderen Pol ist der Mensch am Ziel dieser inneren Weges, also wo er selbst nicht nur in der Burg ist, sondern wir ganz im Inneren, wo Jesus selbst, wo Gott selbst wohnt, ja, wo ein Stück weit, sagt Teresa, paradiesische Zustände wieder hergestellt werden. Nicht, weil alles klappt, ja, das ist vielleicht unsere Vorstellung vom Paradies, sondern weil eben dieses Fundiertsein, ein Fundament haben in Gott, verbunden sein mit Gott, beheimatet sein, beheimatet ist, glaube ich, ein gutes Wort, wieder so ist, dass unser Leben wirklich davon getragen wird. Also weniger Angst um meine Zukunft, weniger Unsicherheit um meinen Wert, um meine Würde. So, da wird etwas wieder angeknüpft, was, so sagt sie eben, damals im Paradies von Gott so gewollt war und das uns durch die Zeit verloren gegangen ist. Der Mensch außerhalb der Burg zerreißt, zerteilt die Wirklichkeit, auch die eigenen Bereiche in kleinen Bereichen, Kleinigkeiten und sucht darin Erfüllung, was er nicht findet. Im Inneren, dort wo Gott wohnt, und der Weg dorthin, den beschreibt Teresa, da wird alles immer mehr zu einer Einheit. Ja, Einheit im Sinne von, psychologisch betrachtet, von einer Integration. Ja, nicht, dass alles gleich wird, aber besonders was die Persönlichkeit angeht, spricht man von einer Integration, einer psychischen Integration der eigenen Persönlichkeitsanteile. Ja, das ist jetzt nicht so eine fromme Sprache, aber meint damit eine gewisse Gelassenheit gegenüber der Realität, aus dem Vertrauen heraus,
dass er, dass die Person mit Gott verbunden ist. Sie können hier alle Ihre Vorstellungen vielleicht dazu nehmen und angleichen oder vergleichen. Ganz ähnlich ist das Ziel der Gotteskinder zum Beispiel. Ja? Gotteskind sein heißt nicht nur wissen, das wissen wir alle, ja? Sondern das innerlich nachvollziehen, das innerliche Leben davon, dass wir Kinder Gottes sind, dass er unser guter Vater ist. Was folgt daraus? Eben all das, was auch in dieser Vorstellung beinhaltet ist, der Mensch, der in seiner inneren Wohnung, innersten Wohnung, ganz nah an Jesus wohnt und diese ganze Persönlichkeit in sich vereint hat und, was wichtig ist, nicht mehr ständig auf sie schaut. Ja? Das ist eine Wirkung der Ängstlichkeit oder der Unsicherheit, also außerhalb der Burg, dass ich ständig mit mir selber beschäftigt bin, im Grunde. Der reife Mensch hat es endlich kapiert. Darum geht es gar nicht. Aber Entschuldigung, nicht nur kapiert, sondern er erfährt es. Ja, das ist ein wesentlicher Unterschied. Es ist für ihn jetzt einfach klar, dass er nicht mehr der Mittelpunkt der Welt ist. Was ist also für Teresa der Mensch, die Seele, die da in der Mitte wohnt? Jene, die ich durch einen langen Weg der Erläuterung, der Vertiefung dieser Freundschaft, die Welt mit den Augen Gottes sieht. Das ist auch ein schöner Ausdruck. Also, nicht mehr die Welt entweder verachtet oder für sich selber manipulieren will, sondern mit der Liebe Gottes anschaut. Und die Liebe Gottes, wissen wir, so wie ein Regen, der auf alles fällt, ja, auf dieser Welt. Der Mensch, der Heimat gefunden hat bei Gott und bei sich selbst, und da kommt das Psychologische dazu, ja, er ist daheim bei sich selbst. Er kann in sich ruhen. Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt bei Teresa, wichtige Frucht des inneren Gebetes, der innere Friede. Ja. Denn Gott ist mein Fels, Gott ist mein Fundament. Ja. Also nicht mehr um sich selbst kreisen, um sich zu verbessern, um sich zu sich urteilen, sich alles, ja, sondern ganz wie Gott auf die Welt schauen. Das ist recht fromm, aber psychologisch betrachtet, ich möchte es ein bisschen auseinanderhalten, ist auch sehr befreiend, ja, weil wir wissen, wie die Augen Gottes auf die Welt schauen. Ja. Innerer Frieden, voller Liebe. Teresa sagt uns aber, achtet darauf, dass wir nicht, also jetzt ist es in meinen Worten, aber sie sagt wirklich ähnlich, dass wir in ein Ideal verfallen, was nicht mehr menschlich ist und auch nicht mehr christlich ist. Das Ideal, also dass der Mensch, der ganz im Inneren ist, ist nicht der perfekte Mensch, ja, der keine Fehler mehr macht, der nie mehr unruhig wird, der den kann man antun, was man will, der ist immer ruhig, ja, so ein bisschen gurumäßig, der so einen halben Meter über der Erde schwebt. Ja. Das ist nicht der Mensch in der innersten Wohnung der Seele. Und das ist nicht der innere Frieden, den Jesus uns schenkt und den Teresa erreicht hat. Der innere Friede ist noch viel tiefer als dieser äußere. Und sie meint, in der Burg kann es sehr wohl auch Kriege geben an der Oberfläche, aber im Innersten ist es ruhig. Also der Mensch in dieser innersten Wohnung wird nicht ständig mit einem Lächeln durch die Welt gehen. Ja, das sind vielleicht unsere Vorstellungen, sage ich, meine Vorstellungen vielleicht. Ja. Ja, wenn ich jetzt genug bete, da kann mich nichts mehr berühren. Ja. Das ist diese Vorstellung. Dann kenne ich kein Leiden mehr, dann kenne ich keine Fehler mehr, dann
spiele ich Klavier ganz perfekt und dann singe ich noch besser. Und das macht es ein bisschen lächerlich, aber wie viel davon ist auch in unseren Vorstellungen von Heiligkeit oder von Menschen, der am Ziel ist? Nein, dieser Mensch kennt Versuchungen weiterhin, kennt auch Sünden, natürlich jetzt nicht große Sünden mit dem Willen, aber sehr wohl Fehler und Unvollkommenheiten. Also ist ein christliches Menschenbild, auch das Bild des erlösten Menschen, muss man sagen. Gut, jetzt habe ich viel, glaube ich, über Anfang und Ziel. Was ist dazwischen? Und wieso soll das innere Gebet, wie für Teresa klar, der Weg dorthin sein? Eben noch einmal sage ich, weil der Weg des inneren Gebetes vergleichbar ist, zur Verständnis ist es hilfreich, mit einer menschlichen Freundschaft. Aber eine Freundschaft natürlich mit dem Vollkommenen, mit Gott. Also noch wirksamer sicherlich als eine Freundschaft mit einem Menschen. Teresa liegt es sehr daran zu betonen, dass wir uns das Innere dieser Burg, dieser Seele, sehr weit und vielfältig vorstellen sollen. Ja? Dass wir also nicht die Gefahr und die Versuchung kommen, dieser Weg außerhalb der Burg, innerhalb so wie eine Linie vorzustellen oder noch schlimmer wie eine Leiter, ja, wo ich jede Stufe abhacke, ich mache das, ich meditiere jetzt vielleicht 3 Monate, dann bin ich dort, habe das erledigt, dann meditiere ich noch 6 Monate, dann mache ich das und irgendwann kommt das endlich, das. Ja, also kein Automatismus. Das wäre sonst keine Freundschaft oder keine Beziehung. Ja, da hilft uns wieder der Vergleich mit der menschlichen, zwischenmenschlichen Beziehung. Es ist was Lebendiges. Ja? Es ist etwas, was auch Rückschläge kennt, was nicht nur so gerade Entwicklung kennt, wo man auch Holzwege gehen kann, wo man aber immer wieder auf das Gegenüber vertrauen kann. Das ist im Zwischenmenschlichen nicht immer möglich, ja, oder ja, in diesem Fall aber schon, dass wenn wir auch Holzwege gehen, wir immer wieder beginnen können. Nun, auf ein paar Punkte möchte ich hinweisen in diesem Weg des inneren Gebetes. Wie erfährt Gott, also wie erfährt Teresa Gott in dieser Freundschaft? Ja, wie erfährt sie Jesus, das Gegenüber meiner Beziehung? Sie schreibt natürlich vieles und ich habe nur einiges herausgepickt, was mir wesentlich vorkommt. Sie erfährt ihn grundsätzlich, können wir sagen, als gelassen. Ja? Ich kläre es gleich. Und zwar, sie schreibt, dass er uns aushält. Sie wissen, wenn Sie mal in die Stille gehen und inneres Gebet hat mit Stille zu tun, also Einkehr ins Innere hinein, dann wollen wir alle Gott begegnen und, ja, und was begegnen wir? Uns selbst erst einmal. Ja, also die Selbsterkenntnis, die Berührung mit mir selber ist fast unmittelbar, wenn ich ins innere Gebet gehe und das gehört auch dazu. Ganz einfach, wenn ich in die Stille gehe, merke ich, jetzt nicht automatisch jede Sekunde, aber so immer mehr auch etwas von mir, vielleicht etwas, was mir nicht so taugt. Ja? Also die Selbsterkenntnis wächst sicher durch die Übung dieser Freundschaft. Jesus ist auch die Wahrheit selbst. Also wenn ich mich ihm nähere, ist es normal, dass ich auch mehr Wahrheit, mehr von meiner Wahrheit erfahre. Ja? Im Grunde, wenn ich mit einem Freund umgehe, ist es auch ähnlich. Ja? Also am Anfang, wenn die Freundschaft noch nicht sehr tief ist, werde ich nur meine Schokoladenseiten zeigen, ja, einem Menschen gegenüber, der mich vielleicht interessiert und so. Ja? Aber das bleibt nicht lange so, weil das halte ich selber nicht aus wahrscheinlich. Wenn die Beziehung sich vertieft, eine Freundschaft und so wird, dann können auch die anderen Seiten kommen. Also ich wirklich, wie ich bin.
Und so ist es auch im inneren Gebet. Ermutigend ist allerdings eben, dass Gott nicht so ist, wie sich einige vorstellen, dass er nur darauf wartet, einen Fehler bei uns zu finden, sondern offensichtlich erlebt Teresa in diesem inneren Umgang mit ihm gerade das Gegenteil. Dass sie, Teresa, sich selber nicht aushält, aber Jesus sehr wohl. Ja? O unendliche Güte meines Gottes, o Wonne der Engel, das sind diese Ausbrüche Jesus gegenüber. Wenn ich das so sehe, möchte ich mich ganz in Liebe zu dir auflösen. Wie gewiss ist es, dass du den erträgst, der es erträgt, dass du bei ihm bist. Ja? Verstehen Sie? Also, wie gewiss ist es, dass du, Jesus, den erträgst, der es erträgt, dass du bei ihm bist. Ja? Also, Vorstellung ist, Teresa hat sehr darunter gelitten, nämlich fast ein Jahrzehnt lang, dass sie zum vollkommenen Jesus hingehen wollte und erst einmal die unvollkommene Teresa gesehen hat. Hat gelitten, ah, das darf nicht sein, da gehe ich gar nicht mehr ins innere Gebet, weil das ist zu schmerzhaft, bis sie endlich merkt, dass es für Jesus kein Problem ist, dass sie so ist, wie sie ist. Also Jesus erträgt uns, hält uns aus, ja, lässt es zu, dass wir so sind, wie wir sind. Wie verwöhnst und erträgst du ihn, dein Freund, und erwartest, dass er sich deiner Art angleicht und erträgst in der Zwischenzeit seine. Ja, das ist ein schönes Bild. Jesus als der perfekte Therapeut, der dem Menschen gegenüber nicht urteilend dasteht, sehr wohl die Wahrheit auch sagt, das war nicht in Ordnung und so, ja, das. Aber er trägt die Situation mit dem Wunsch schon, dass es sich bessert, aber ist nicht ständig empört. Ja, wie Sie sehen, die andere Vorstellung wäre, wenn ich das jetzt preisgebe, kriege ich eine auf den Deckel. Das ist das Schlimmste, was passieren kann und was Reifung auch verhindert. Gott sei Dank geht Gott nicht mit uns so um, denn dann habe ich nie eine Chance, auch diese negativen Seiten erst einmal ja, zu integrieren, aufzunehmen, ja. Sondern die muss ich verstecken. Ja? Das ist die Abspaltung, ja, psychologisch gemeint. Die gibt es gar nicht. Ja? Und besonders, wenn ich mit Gott rede, das gibt es nicht. Ja? Wer weiß, was sonst passieren würde. Dann haben diese Dinge auch keine Chance, wirklich sich aufzulösen hoffentlich oder sich zu entwickeln. Da bleibt der Mensch gespalten. Und das ist das Gegenteil von Reife. Ja. Gottes Gelassenheit. Was natürlich anders ist als ein ja, laissez-faire. Ja, es ist alles recht und es ist alles wurscht. Ja. Ja. Das ist ein feiner, wesentlicher Unterschied. Und das erfährt Teresa im Gebet. Das ist wunderschön. Dann ein weiterer Punkt, den sie erlebt, ist die Freiheit. Die innere Freiheit, die ihr Jesus gibt. Und zwar, sie betont eben diese Größe und Weite der inneren Burg. Man soll sich nicht einpferchen lassen, auch auf den geistlichen Weg. Sie hat die leidige Erfahrung gemacht mit einigen Beichtvätern. Die wollten ihr das und das nicht erlauben und sagen, du musst so beten. Und bis sie von Jesus selbst die Erlaubnis bekommen hat, das ist immer so eine gefährliche Sache, ja, wenn jetzt ein Mitbruder kommt und sagt, ja, Jesus hat mir gesagt, ich soll das machen. Aber gut, in ihr hat es gestimmt. Bis Jesus ihr die Erlaubnis sozusagen gegeben hat, so zu beten, wie sie auch wirklich tief empfunden hat, mit dieser tiefen Freundschaft und so, ja. Dann ist sie auch aufgeblüht. Da war sie nicht mehr, und sie spricht von diesen Einpferchen. Das soll man aber auch mit sich selber nicht tun. Ja. Also immer wieder, wie soll ich sagen, auch im inneren Gebet, im geistlichen Leben überhaupt ein bisschen durchatmen und
wenn ich Luft holen, ja, auf diesem Weg. Ein schlechtes Zeichen im geistlichen Weg, sagt sie auch, ist die Einengung, wenn man merkt, die Angst wächst oder die Steife wächst. Dazu kommt bei Therese, aber das ist nicht so sehr der Anspruch hier im Vortrag, die Rolle damals von einer Frau natürlich, die sehr eingeengt wurde, auch im geistlichen Leben. In Klammern gesagt, das innere Gebet war für Frauen verboten. Ja, das hat Teresa durchgeboxt, dass man den Frauen zugetraut hat, dass sie in der Stille keine komischen Gedanken hatten. Oder nicht nur komische Gedanken, sondern auch wirklich gebetet haben. Ja. Es gibt Aussprüche, die in die Richtung gehen, was soll eine Frau jetzt eine halbe Stunde in der Stille sein? Der soll lieber Rosenkranz beten oder spinnen am Rad und so am Spinnrad. Weil wer weiß was. Das haben natürlich Männer gesagt. Ja. Also das ist ein großer Verdienst von Teresa. Also, Selbsterkenntnis, Wachstum in der Demut durch das innere Gebet. Demut ist bei Teresa auch etwas ganz Reifes. Ist nicht dieses sich herabsetzen willkürlich, ich bin nur schlecht und so weiter und so fort. Sondern sie beschreibt die Demut als Wandel in der Wahrheit oder Stehen in der Wahrheit. Sich selbst vor Gott und die eigene Wahrheit sehen, wie sie ist allerdings. Nicht schlechter und natürlich auch nicht besser. Das ist, glaube ich, das beste Bild auch für Reifung, für eine reife Persönlichkeit, die sich selber wirklich kennt und erst einmal akzeptiert. Das heißt nicht, dass man nicht an sich selber arbeitet, um das zu verbessern. Aber Sie sehen, Reife hat etwas mit Nicht-Abspalten zu tun, sondern meine ganze Person erlebe ich im Gebet, zumindest als Ziel, als voll und ganz akzeptiert von Gott. Und dann erst, glaube ich, ist in der Tiefe auch eine Veränderung möglich, zum Besseren. Ja, bei oberflächlichen Haltungen oder Neigungen von uns können wir selber viel herumbasteln, ja, verbessern. Aber was sind unsere tiefen wirklich Charaktereigenschaften und Verletzungen angeht, es ist schwierig, mit dem Willen daran zu kommen. Ja, das kennen wir, glaube ich, alle. Ne? Und da ist es doch im inneren Gebet, in dieser Freundschaft, möglich, ja, ist auch kein Automatismus, aber doch möglich, durch die Annahme, durch Jesus, durch diese Erfahrung, durch diese tiefe Erfahrung, dass wir vor Gott so sein dürfen, erst einmal wie wir sind, dass dann auch eine Veränderung auf einmal möglich wird oder geschenkt wird, besser gesagt. Ja. Schön und gut. Ich schließe jetzt kurz. Sie sehen also die Verbindung zu einer menschlichen, befreienden, zwischenmenschlichen Freundschaft. Teresa ist wie immer sehr bodenständig, trotz der Visionen, die hat viele gehabt, die sie gehabt hat, sondern bodenständig und sehr realistisch. Sagt, ja, meine lieben Schwestern, schön und gut, aber so leicht ist es nicht. Also, in dem Sinne, sie hätte nicht Bücher schreiben müssen, um die Schwestern und die Menschen zu ermutigen, ins innere Gebet zu gehen. Und warum? Weil es schon mit einer Schwierigkeit verbunden ist. Und zwar, dass wir offensichtlich von der Ursünde her eben die Neigung haben, lieber in den Gewohnten zu bleiben. Ja, das ist eine. Sie haben gemerkt, wie ich es erzählt habe, dieser Weg auf mehr Reife hin, auf Gott hin, bringt viel Veränderung in meinen Vorstellungen. Ja, ich erlebe mich anders, ich erkenne mich anders und tiefer und nicht nur gute Sachen, auch schlecht. Also es tut vieles mit mir, was nicht nur angenehm ist auf dem ersten Blick,
So, sagt sie, haben mehrere Menschen aufgehört, innerlich zu beten und gehen zurück auf vorformulierte Gebete, wo die emotionale Anteilnahme meistens, sagen wir so, weniger ist. Ja. Gehen weniger in die Tiefe, weil dort berührt zu werden, das muss man auch aushalten. Jesus hält uns aus, aber wir halten uns oft nicht aus und laufen davon womöglich. Also betont sie die entschlossene Entschlossenheit. Das ist auch ein geflügeltes Wort von ihr, das unbedingt notwendig ist für diesen Weg, um nicht mittendrin stecken zu bleiben. Zweitens, ganz wesentlich glaube ich, die Ausrichtung auf Jesus in diesem Weg nach innen, wenn ich mit ihm umgehe, immer wieder ganz bewusst mit ihm umgehen. Auch im Bereich der Selbsterkenntnis können wir uns natürlich selbst analysieren, wie man will. In der Stille kann ich schauen, kann ich sehr viel über mich nachdenken. Das ist noch kein Gebet für Teresa. Teresa ist Umgang mit Jesus, Selbsterkenntnis, dementsprechend die Reifung, die dann folgt, ist ein Beiprodukt sozusagen. Ja. Also sie schreibt es sehr schön, sie verwendet so schöne Bilder, die muss ich Ihnen bringen und dann schließe ich aber auch. Also einerseits sagt sie, kann es etwas Schlimmeres geben, als uns nicht in unserem eigenen Haus zu befinden, also keine Selbsterkenntnis zu haben? Wie können wir die Hoffnung hegen, in anderen Häusern Ruhe zu finden, wo wir im eigenen schon nicht für Ruhe sorgen können? Also es ist wichtig, sich selber zu kennen, aber, wo habe ich das Wort an? Und zwar das mit den Bienen, vielleicht kennt das jemand. Ah ja, das hat. Also, so hoch die Seele auch stehen mag, auch wirklich in den tiefsten, nie wird etwas anderes die Selbsterkenntnis ersetzen können, ob man dies will oder nicht. Die Demut wirkt nämlich wie die Biene, die im Stock den Honig bereitet. Ohne sie geht alles verloren. Ja, also der Kontakt mit der eigenen Wirklichkeit ist ihr so wichtig. Inneres Gebet bei Teresa ist wirklich nicht ein Hinausfliegen in andere Sphären, ja, sondern immer mehr hineintauchen in die Wirklichkeit, in meine Menschlichkeit auch. Ja. Deshalb betont sie die Menschlichkeit Jesu auch so stark. Aber, damit es nicht zum Grübeln über mich selbst wird, das Gebet, was wirklich kein Gebet mehr ist, bedenkt aber, dass die Biene es nicht versäumt, hinauszufliegen, um den Nektar der Blüten zu sammeln. Genauso muss es die Seele mit der Selbsterkenntnis halten. Glaubt es mir und fliegt zuweilen aus, um die Größe und Majestät eures Gottes zu betrachten. Also Selbsterkenntnis und Demut als Frucht, aber nicht als Inhalt des Gebetes. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Hinweis. In das Innere gehen, aber nicht mit dem Ziel, mich zu erforschen, da bin ich mit mir beschäftigt, sondern auf Jesus schauen, ihn ansprechen, mit ihm umgehen. Dann bin ich auch auf dem richtigen Weg und auf diesem Weg der Verinnerlichung wirklich in die Mitte. Sonst heißt es so schön von einem Mitbruder den Spruch, er ging in sich selbst und fand nicht mehr heraus. So. Ja? Denn tatsächlich über mich reden könnte ich sehr viel, ja, und nachdenken und schauen, aber ist das Gebet. Also ob ich mit Jesus über mich rede, das ist schon ein Unterschied. Ja? Ja? Das ist schon Gebet, aber mit Jesus, nicht mich selbst. Das hat natürlich einen Sinn, jetzt vielleicht Selbsterfahrung zu machen, ja, aber es ist nicht das Gebet, das wirklich weiterbringt und wie Teresa sagt, auch zu diesem innersten Wohnung meiner Seele bringt. Um die Sanftheit gebe ich gleich als Abschluss auf den Weg. Das ist für Teresa sehr wichtig. Ja. Also verbunden mit dieser Gelassenheit Jesu uns gegenüber, dass wir auch von ihm lernen,
gelassen und sanft auch mit uns umzugehen. Bei aller Liebe zur Entschlossenheit. Ja? Entschlossenheit heißt nicht hart und gewalttätig, heißt entschieden, aber sanft. Ja? Also wir werden unser Unkraut sowieso nicht selber ausreißen können. Ja? Das und auch im Gebet kann man sich viel Gewalt antun. Und das wäre nicht theresianisch. Also, sie beschreibt es ganz witzig in einigen Werken. Ich habe meine Schwester gekannt, die so sehr damit beschäftigt war, dass keiner sie stört im Gebet, dass sie ganz in der Kontemplation geblieben ist, dass sie vergessen hat, Gutes zu tun. So, ja, ganz klar, ganz niedergemacht so ungefähr. Ja, das ist nicht Gebet, das ist, Teresa ist da wirklich eine reife Persönlichkeit, genau. Und dann von ihr können wir einiges abschauen. Gut. Ja, ja, genau. Ja, sicher. Das habe ich jetzt nicht so angesprochen, aber der Alltag, die Übung der Tugenden, der menschlichen Tugend besonders, ist für Teresa unerlässlich und ist zusammen mit dem Gebet. Ja. Jetzt wollte ich besonders auf diesen Freundschaftsaspekt des Gebetes eingehen, der bei Teresa so stark ist und der dann auch psychologisch, können wir sagen, sehr wohl eine Wirkung hat. Ja, ein Teil des Ganzen. So sage ich Dankeschön. Vor lauter Reden über das Gebet können wir es jetzt auch tun, wenn Sie möchten. Ich gebe es also vor der Messe um 18 Uhr noch einen Rosenkranz in der Kapelle. Sonst können Sie in Stille auch bleiben. Der Garten ist offen, aber dann um 18 Uhr ist die heilige Messe. So sage ich Dankeschön erstmal.